Es ist alles von der Tagesform entscheidend. Spiele werden zu 70, 80% im Kopf entschieden. Das heißt, wenn die mentale Verfassung nicht da ist, kann es durchaus passieren, dass der ein oder andere Gegner uns trotzdem auch schlagen kann. Wobei ich momentan sagen muss, dass wir auf einem sehr, sehr guten Stand sind. Die Leute sind fit, körperlich wie psychisch. Und ist es für jeden Gegner momentan schwer, gegen uns irgendwie was zu holen. Er hatte eine leichte oder schwerere Prellung am Knöchel. Der Gegner hat ihn da sehr übel getroffen. Aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Und der Erdem wird voraussichtlich in 10 Tagen wieder zur Verfügung stehen. Und da sind wir alle sehr froh darüber. Natürlich nicht. Wir haben uns ein super Polster aufgebaut. Und solange das rein rechnerisch noch möglich ist, dass wir Platz 1 abgeben können, werden wir alles Mögliche versuchen, diesen Platz dort oben zu verteidigen, eher sogar noch auszubauen, um eventuell frühzeitig uns den Titel zu holen. Für die Kreisoberliga laufen natürlich schon die Vorbereitungen und wir wollen uns gezielt nochmal verstärken, um uns auch in der Kreisoberliga definitiv unter den ersten 7 zu etablieren. Ich hatte das Amt ja kurz vor der Winterpause übernommen, da der Ayhan Uzun ja aus privaten Gründen zurückgetreten war. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dem Verein signalisiert, dass ich das bis zum Saisonende durchziehen werde. Und mir macht das sehr viel Spaß. Allerdings bin ich der Meinung, dass ein reiner Trainer dem Verein besser tun würde als ein Spielertrainer, weil ich generell von Spielertrainern nichts halte. Als Spieler, ja, als Trainer, Fragezeichen. Was ist das? Multikulti. Ist im Kommen.